Moin Moin und willkommen zurück hier zu Hogwarts und auf meinem Kanal. Da winkt er nochmal ganz großartig. Wir haben ja in der letzten Folge mit den Zentauren ein kleines Treffen gehabt im Wald. Und das verfolgen wir heute weiter, indem wir mit Poppy wieder reden, die uns irgendwo treffen will. Dann fliegen wir erstmal hin. Kann ich da rumfliegen? Ich hoffe. Ah doch, es geht, ne? Ah, schon an der Seite vorbei hier, aber es geht. Ja, mal sehen, was sie jetzt von uns will. Wir müssen ja wahrscheinlich diesen Stein in dieser Höhle holen. Den Mondstein. Und dann, glaube ich, haben wir es. So. Warum wartet sie schon auf uns? Sieht recht dunkel aus. Kommt jetzt. Aber das hat mich doch... Natürlich bin ich hier. Wo soll ich sonst sein? Freue mich doch über dich. So. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ja. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Schauen wir uns die Höhle um. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. So, warte mal, bevor wir weitermachen. Ich habe noch Punkte zu vergeben, fällt mir gerade ein. Talente. Und da wollte ich mal gucken, ob ich den nicht mal benutzen kann. Was ist das hier? Eine Folge außer unblockierter Angriff erhöht die alte Magie. Von Stupa Betroffene bleiben länger betäubt, finde ich eigentlich ganz gut. Und der Megapogen hat eine bessere Heilwirkung. Ich mal den hier erstmal. Denn dein Stupor, den benutze ich schon öfters jetzt in letzter Zeit. Und macht schon, glaube ich, Sinn. Wenn man direkt auf einen Mondstein blickt. Wo ist denn da ist die Höhle? Kommen wir mal rein. Schauen wir uns mal den Mondsteingarten. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Wird es auch wahrscheinlich sein, ne? Einmal so. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Hier machen wir mal kurz was rein, und zwar... Ach hier! Revelio. So. Bin aber schon gespannt hier unten. Revelio. Was haben wir für einen Schmetterling, sehe ich gerade? Noch ein Erkundungsversuch. Oh. Noch da. Ich hatte ihn ja noch gesehen im Rot, ne? Und hab dann aber trotzdem nicht reagiert. War auch ein bisschen dumm von mir. Ach, die hat ja so eine Dings rausgehauen. So. Bombarda. So, da kommen wir so durch gleich. Aber wir gucken trotzdem mal hier nochmal rum. Hier gibt's ja auch eine Tür. Kommt schon auch durch. Die Frage, welche Richtung wir gehen. Also ich gehe erst einen Steinweg längs und dann hier längs, ja. Das sieht nämlich aus wie der normale Weg und das hier könnte ein anderer Weg sein. Glaube ich. Ah, hier ist mir den Schmetterling. Ich gerade eben auch schon irgendwo gesehen habe. Okay, warte mal. Wir haben ja auch dieses Ding jetzt, ne? Ach, wir haben ja noch einen, warte mal. Das habe ich ganz vergessen zu machen. Wir können ja hier auch noch welche belegen. Pass auf, hier packen wir jetzt hin. Den... Den, den. Oh, den. Lumos. Lumos. Revelio. So, da habe ich doch irgendwo einen Schmetterling gerade eben gesehen. Ich bin noch nicht. Weiß noch nicht mehr wo. Also hier auf jeden Fall drin. Komm, trink! Ich
Lumos. Lumos. Dann bringen wir mal hier rüber. Weiß ja nicht, wie viele hier drin sind, die wir brauchen, aber... Protego. Können wir den jetzt... Ach, den können wir jetzt drehen. Okay, warte mal. Okay, dann müssen wir den... Machen wir hier hin. Was ist hier passiert? Ah, okay, warte mal. Nicht zu langsam jetzt. Okay, müssen wir nochmal machen, aber das ist auf jeden Fall der Weg, der nach oben führt. Oh, guck mal. War gar nicht so verkehrt, das zu machen. Nicht identifizierter Gegenstand. Okay, jetzt geht's weiter. Immerhin was gefunden. Hätte ich gern gehabt. Fupa! Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Okay. Warte mal. Da kommen wir bestimmt hin, ne? Und hier ist was machen schon? Hab ich so gesehen, ne? Ach hier. Nö, und hier macht das nicht so viel Sinn. Mal weitergehen. Rebellion. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Tja. Wer weiß es schon. Okay, hier ist irgendwie nichts zu finden. Revele. Da unten sehe ich doch was. Da sehe ich noch andere Gegner, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich erst hin. Ah, es gibt schon den Weg da durch noch. Ach hier. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Also okay, um die Tür aufzumachen, muss ich was aufmachen? Das Ding und das Ding. Ich denke, wir sollten Motten finden. Lumos. Lumos! Okay, wir müssen noch mehr Motten finden. Gehen wir hin. Um die Tür aufzumachen, brauche ich den und den. Okay. Vingadium Leviosa. Nein, Entschuldigung. Da. Ach hier. So viel drin gewesen, wir müssen noch eine Motte finden. Rebellion. Also wir haben die eine haben wir gefunden. Und von den Türen her haben wir die beiden auf. Fehlt noch die Tür, ne? Okay, da ist das Symbol drauf. Vielleicht und helfen das. Uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Ach hier. Ja. Lumos. Lumos. Okay, jetzt muss jeder von uns da wahrscheinlich gegenpusten. Das ging doch noch. Noch ein Hindernis.
Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Ja, wir müssen eigentlich nur noch mal... Da unten ist es, wie ich... Aber wie kriegen wir es hin? Kann ich ranziehen? Akio! Nee. Mit Lumos kann ich nicht hier ranlocken, ne? Lumos! Nee. Okay. Da unten ist einer von denen. Kurz überlegen. Kann ich mir die wiederholen hier? Lumos. Lumos. Jetzt anscheinend auch. Ah, das Ding ist hoch. Ah, okay. Lumos. So, jetzt müssen wir den letzten hier von da drüben holen einmal. Und dann den letzten von da, oder nicht? Den letzten kann ich einfach da abholen nehmen oder geht er mal der Brücke weg? Nee, dürfte eigentlich nicht weggehen, oder? Lumos. Nee, perfekt. Du hast es geschafft. Und klar, bin auch ein super Typ. Okay, da sind die Krabbler. Ich hätte gehofft, dass ich nicht auf meinen Befindung. Auch hässlich, die Viecher. So, wir haben, warte, wir können noch mal kurz gucken. Wir haben noch einen Talentpunkt bekommen, den wir natürlich gleich vergeben werden. So, Haupttalent, was hatten wir hier nochmal? Okay, mein Getränk könnte stärker sein. Oder ich könnte beim Ausweichen die alte Magie erhöhen. Dunkle Künste, was haben wir da nochmal? Flippendo hat auf Gegner den selben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner leiden erhöhten Schaden. Finde ich auch nicht verkehrt. Was man hat auf Gegnern selber verflucht, das finde ich ziemlich gut. Das Töten, das gehen wir aber gerade, töte alle verfluchten Gegner. Ist natürlich auch nicht schlecht, dann kannst du die einmal alle verfluchen, obwohl, naja. Schussfrei, das sind Gegner. Na, okay, lass uns einmal den hier nehmen. Haben wir da schon mal was? Und danach müssen wir das Abgeräte, müssen wir auch nochmal machen. Ja, jetzt geht's mal weiter. Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an? Ganz deiner Meinung. Einfach geh ich hier rüber. Zur Kiste? Mensch, Haus, Schal. Da wo das Wasser brodelt. Revelio. Na gut, dann komm. Oh, das sieht aus wie ein Eingang. Tauchen. Ah, okay. Also, sie kommt auch mit. Du bist ja schon allein hier rumlaufen. Oh, das sieht aber schön aus hier. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen, kann man irgendwie schneller schwimmen? Ja. Bei Merli. Aus der Nähe ist es noch schöner. Das ist wirklich schön. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher.
Aber wie kommen wir da hoch, warte mal. Ah, hier waren wir gerade eben, ja, okay. Confringo! Mal durchlaufen kurz. Bei dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihm jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Wir haben... Als würde man direkt... So, wir haben, was wir wollten. Mondstein der Gelehrten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Komm, bring! Okay, das geht nicht. Ja, dann bringen wir ihn zum Steinkreis. Revelio. Auf welchen Weg müssen wir wieder zurückgehen? Nee, ich muss Poppy sprechen. Achso. Ich hab nicht dran gedacht. Nein, komm zurück. Ich hätte mal gleich mit dir reden sollen. Ah, die haben sich schon echt Mühe mit dem Spiel gegeben. Kann man nicht anders sagen. Also. Haben echt bei weitem übertroffen, von was ich erwartet habe. Aber ich habe auch nicht so viel erwartet. Aber die letzten Harry Potter Spiele könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen. Von den ersten bis zum Lego. Ist schon anders, ne? Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Ich hoffe, das ist auch ein netter, der Centaur da. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich auch nicht. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ich glaube nicht, dass uns Doran wissentlich in Gefahr bringen würde. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist da drüben. Okay, müssen wir wieder rüber. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Da ist der Steinkreis. Aber die Musik ist mir zu fröhlich. Vielleicht passiert irgendwas Schlimmes jetzt. Ich kann nicht sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ich auch. Was machen die da? Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen,
aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Oh. Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Das stimmt. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut. Ich bin bereit, wenn du es bist. Okay. Geht aber zum Schloss zurück. Dann müssen wir erstmal eine andere Quest weitermachen. Die wird sich ja dann bei uns melden, wenn es soweit ist. Behaupte ich mal. Triff Sebastian in der Krypta. Ja, dann lass uns doch die Sebastian-Quest weitermachen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Weil er ist ja auch, kann man nicht anders sagen, ein Arsch. Oh, das machen wir jetzt nicht hier. Ist ein leichterer Weg rein? Hier, können wir hier rüber reingehen, oder? Okay, warte mal. Gehen wir den, folgen wir den richtigen Pfad. Ätzend, ey. Ist immer so schade, dass man so lange warten muss bei den Quests dazwischen, dass sie dann doch noch ein bisschen Zeit brauchen. Es wäre leichter, wenn es nicht so wäre. So. Na lauf, Büsche, lauf! Ja, die Weihnachtszeit hier, ne? Ist schön bunt. So. Ich glaube, den Sebastian müssen wir irgendwie auch aufhalten. Der ist ja nicht ganz bei Sinnen. Kleiner Klatscher, ne? Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Ich würde ihn ausliefern. Sebastian... Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen.
Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Also, ich bin ja bei den Slytherins und wollte eigentlich ein bisschen den bösen Weg einschlagen. Ich bin froh, dich zu kennen. Aber mit ihm kann man ja gar nicht reden, da der ist ja einfach nur komplett... Sebastian. Total eine Klatsche. So, pass mal auf. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Dürfen Sebastian nicht beraten? Doch, wir liefern ihn aus. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Wir müssen ihn ausliefern. Das ist mir klar. Aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt, aber er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Das war's Richtige. Der Typ ist ja außer Kontrolle. Was auch vor uns liegt. Wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Krass. Gut. Noch was Nächstes. Uns fehlen noch 5 Schlüssel. Gehen nachts in den Diriclaw Hall. Miss Morphe zeigt ihm ja, wo sie Diriclaw befindet, aber Guinevere erscheint nur nachts. Okay. Da hast du noch viele. Ein Hauch von Liebe. Finde den Schatz anhand der musikalischen Karte. Das machen wir jetzt einfach mal. So, wir haben ja die Sachen auch hier im Inventar drin. Mal kurz gucken. Achso. Also auf jeden Fall der Wald, ne? Da müssen wir hin. Und da ist eine Brücke. Könnte auch sein, dass wir nachts dahin müssen wegen dem Mond. Wir machen es einfach mal. Also ich werde auf jeden Fall zum verbotenen Wald flattern, denn da wird es sein, hundertprozentig. Da die Weltkarte. Da. Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen, wo das sonst sein kann. Das kann eigentlich nur da sein. Aber wir werden sehen. Wieder mal auf Abenteuertour? Diese Musik von diesen kleinen Viechern da ist immer ein Highlight, finde ich. Gut. Also ist jetzt nachts, oder was? Ist ja nachts, ne? Dann lass mal rein in den Wald. Ich bin der Schatz und der Schatzkarte mit blinkenden Kerzen. Okay, hier sind wir Spinnen. Lass mal auf die Karte gucken, kurz mal. Muss mir die Karte nochmal angucken, dass wir dann mal so ein bisschen wissen, worum es da geht, genau. Also, da ist der Wald. Dann ist da ja so eine Art Eingang. Oder? Ja. Was kann das denn noch bedeuten? Also wir haben da eine Brücke, das ist die Brücke, wo wir gerade rübergegangen sind, und da sollen fliegende Kerzen sein. Das ist doch unser Zauberspruch hier, Lichtdingsbums. Wie heißt das? Wie heißt denn das? Luminus, ne? Also müssen wir damit vielleicht irgendwas machen mit dem hier? Weiß das nicht. Das ist doch komisch.
Okay, warte mal. Vielleicht ist das so. Müssen wir zur Brücke zurück, kurz mal. Vielleicht müssen wir da den Luminous-Zauber der Brücke machen. Fliegen wir da hin. Oder ist diese Brücke gemeint? Nee, das ist die, das andere war eine Steinbrücke. Kann das doch diese hier sein, oder? Das ist aber auch keine Steinbrücke. Lumos. Hier passiert gar nichts. Da drüben ist eine Steinbrücke. Da meint ihr vielleicht die Brücke. Ah, guck mal. Das ist mit Geld. Die vielleicht, ja? Ach Quatsch. Kerzen. Da tauchen die Kerzen auf einmal aus. Die führen? Okay. Das ist ja abgefahren. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ja, ich laufe hinterher. Ich sehe das. Da wieder hin, okay. Und dann? Da stehen einfach mal Leute rum. Hä? Wo sind die Kerzen jetzt hin? Ach, da hinten, hä? Wo sind die hin längst geflogen gerade? Da hoch? Der Schatz muss in der Nähe sein. Hier war ich doch schon mal. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Ich habe ein Händchen für Schätze. Schal des Schatzsuchers. Okay. Das war's schon? Da ist ja nicht so viel passiert, ne? Hm, na gut. Was haben wir noch für Quests? Gelöst von der Glocke. Das ist mit dem Glockenturm bestimmt, ne? Dann machen wir das doch auch mal. Aber wo war das denn nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Also natürlich in Hogwarts, klar. Müssen wir einmal hinreisen. Aber wo denn da? Astronomieflügel? Wo ist denn da nochmal der Glockenturm? Das weiß ich gerade gar nicht. Wo ist nochmal der Glockenturm? Hier verkehrt. Der Flügel des Glockenturms, das ist schon mal besser, oder nicht? Da muss es ja auch irgendwo sein, in der Nähe denn. Hof des Glockenturms, da waren wir ja schon. Sind da jetzt mal hin? Wahrscheinlich, ne? Müssen wir gleich mal die Karte angucken davon. Okay, lass kurz auf die Karte nochmal gucken. War auch im Inventar. Da. Da ist eine Karte, die zeigt uns. Oder ist das gar nicht hier im. Das ist hier vielleicht auch gar nicht drin im. Wo ist denn das hier? Sieht irgendwie nach irgendwas bestimmt aus, aber ich weiß nicht mehr wo. Also wir müssen dieses Ding hier finden wahrscheinlich. Ich muss mal auf der Karte gucken, was das ist. Ich weiß gar nicht. Zeig mal die Weltkarte. Also das ist so ein kleines Inselchen. Das hier könnte es sein. Obwohl, nee. Weiter unten hier ist auch Insel.
Gott, hier gibt's doch so viel. Das hier unten könnte es sein. Da ist Henriettes Versteck, das ist da, wo wir waren. Das kann's ja denn nicht sein, ne? Hm. Darf ich mir die Karte nochmal angucken? Nochmal angucken kurz. Das sieht ein bisschen anders aus da, ne? Jetzt gehen wir wieder woanders hin, warte mal. Bisschen anders aus hier. Wenn ihr das versteckt, was ist das hier? Banditenschloss? Hier gibt es auch ein paar Quests. Da waren wir ja schon, ne? Baneburg. Ein Schloss, verstehst du? Ein Schloss, das von Banditen in... Naja, es wird wahrscheinlich... Keine Ahnung, wo man da jetzt die Glocken finden kann. Hier? Grab des sonst was? Es ist auch alles keine. Es ist auch alles keine Insel in dem Sinne, ne? Das sagt mir gar nichts hier alles. Also, warte mal, wenn ich mir diese Karte angucke nochmal, ne? Dann ist das Stück da gemeint. Aber wo ist denn das? Das ist verbunden mit dem Festland? Erkennen, wo das sein kann da. Habe ich es noch nicht entdeckt? Nee, das kann es ja auch nicht sein, ne? War da oben. Das. Ach, das ist hier. Was ist das hier, oder? Und hier oben sieht das ja genauso aus. Das da, wo es verbunden ist. Ne, warte mal. Das ist das ganze Stück hier, ist das. Dann ist es. Dann ist, muss das Kreuz da sein. Das muss das sein. Mal gucken. Was anderes wüsste ich jetzt nämlich nicht. Also wirklich nicht. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Okay, ist ein fettes Schloss. Revelio. Die Gegner sind hier ein paar, okay. Okay, wir müssen vielleicht irgendwie reinkommen, ohne gleich gesehen zu werden. Müssen wir da rein, ist die Frage? Verlangsam einen Panzer, da schwindet ein Panzer. Achso. Na okay, hier gibt es ordentlich was zu tun, aber... Sieht aus wie die Stelle auf der Schatzkarte. Ach, guck mal. Ach, guck mal da. Okay. Aber wie spielt man das denn? Kann ich einfach gegenschießen? Wahrscheinlich, ne? Okay, dann müssen wir die Leute erstmal killen hier. Meine Augen sind scharf wie die von einem Niffler auf einem Goldberg. Totalus. Ich prahle nicht, ist wahr. Was kann ich für meine natürlichen Gaben? Ich weiß nicht, wie viele Gegner hier noch sind, aber ein paar sind da ja noch. Ganz und gar nicht.
Oh. Expulso. Oh. Du sollst nach dunklen Künsten. Expulso. Arresto momento. Okay. Okay, jetzt kann ich den Glockenturm da oben spielen. Muss ich aber gegenschießen oder wie mache ich das? Pass mal auf. Na jo. Ah, unten sehe ich die Noten, okay. Okay, das ist natürlich blöd. Jetzt muss ich einmal rausfinden, wie der Code war. Ich muss das, glaube ich, einmal aufschreiben hier, ne? Warte mal, Inventar. Da und da. So, ein kleines Stift hier. Diesen Stift. Und zwar. Also, ich muss die Linie einmal aufmalen. Typische 5 Linien. Also, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Dann den in der Mitte. Dann eine halbe Tonleiter. Dann hier oben. Dann so ein. Und dann nochmal so ein. Okay, also ich habe es aufgeschrieben, aber jetzt muss ich einmal rausfinden, welche Note welche ist. Beim Glocken. Ich weiß, man kann es da sehen, aber so, fangen wir ganz oben an. Okay, das ist der obere Ton, das ist die obere Glocke. Ich muss die Glocken mal irgendwie. Ach, das ist ja ätzend. Oder warte mal. Kann ich einfach. Ich mach mal kurz. Die obere Glocke ist die oberste Linie. Dann ist. Der da drunter. Ah, okay. Verkehrt. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Also müssen wir mal gucken. Ich brauche den untersten. Das muss der hier sein. Na, verdammt. So, wir müssen einen höher. Dann kann ich zählen. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Der und dann kommt, guck mal, 1, 2, 3 höher. Also, boah. Also, dann ist es halb, voll, halb der. Yes. Und dann nochmal 2 höher wäre der. Ne, warte mal, den habe ich gemacht, ne? Den. Ja, und dann ein runter wäre der. Und dann noch ein runter. Noch ein runter, es ist wieder der hier. Und der. Und dann geht's wieder den voll, halb, voll. Dann müssen wir hier von zweimal haben. Ne, einmal. Und der. Das war's. Die Harry Potter Melodie. Okay. Aha. Ein Schatz. Der Langmantel des Schatzes. Okay. Gut. Die haben wir schon mal gelöst. Nicht schlecht. Das sollte aber auch gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.